Ja, herzlich willkommen hier zum zweiten Teil von unserem Kartoffelformat hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es natürlich weiter hier im Prozess von unserer Kartoffel. Und ja, was genau machen wir hier? Wir sind hier jetzt am Kartoffellegen. Natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Weil hier kommt unsere eigentliche Kartoffel jetzt in den Boden. Und wie das Ganze passiert, wie das dann hier aussieht, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Bleibt also dran, jetzt geht's mit der Kartoffel unter die Erde. Für das Kartoffellegen ist natürlich eine Maschine vonnöten und das ist hier die Kartoffellegemaschine. Wir schauen jetzt mal zu den vorläufigen Dämmen, die das Ende vom letzten Teil waren. Und dann springen wir einfach mal rein und ich zeige euch, was die Maschine hier genau mit diesen vorläufigen Dämmen dann macht. Und ja, wie die hier die Kartoffel dann ablegt. Wie ich euch beim letzten Mal schon gesagt habe, ist das hier jetzt der fertige gesiebte Damm und der wird jetzt hier in der Mitte geteilt. So, dann entsteht eben dieser Doppeldamm, von dem ich das letzte Mal auch schon gesprochen habe. Und dazu schauen wir uns den jetzt einfach mal an, würde ich sagen. So, jetzt stehe ich genau in der Mitte hier von diesem Doppeldamm. Wie erwähnt, links einer und rechts einer. Und die Maschine, dazu werde ich euch jetzt gleich mal ein bisschen Bilder einblenden, die teilt diesen gesiebten Damm eben in der Mitte und legt dann jeweils an der rechten und an der linken Seite eine Kartoffel in den Boden rein. Ja, also die legt rechts und links dann eine Kartoffel in diesen Damm rein und dann kommt dahinter quasi wieder Erde einfach drüber und hinten dran an der Maschine ist dann noch ein Dammformer und der bringt den Kartoffeldamm im Endeffekt dann genau in die Form, wie wir es dann halt hier auch im Endresultat dann sehen. Jetzt habe ich uns mal hier zwei Kartoffeln ausgebuddelt. So liegen die im Endeffekt hier jetzt im Damm drin, schön geschützt. Hier haben wir zum Beispiel gerade, habe ich noch gefunden, auch einen Regenwurm drin. Also man sieht, der Boden ist auch mit Bodenleben versehen. Genau, dann haben wir jetzt hier eine ungefähre Ablagetiefe. Ich hoffe, man erkennt es mindestens ein bisschen. Die Kartoffel ist ungefähr 5 cm hoch und von hier bis hier hoch haben wir ja 20 cm. Und also die liegt auf ungefähr 15 cm. Hier hinten kommt jetzt auch schon unsere Legemaschine. Können wir uns das gleich im Vorbeifahren noch mal ein bisschen angucken. Ja, und genau auf die gleiche Art und Weise, wie jetzt hier drüben der neue Damm entstanden ist, ist eben auch dieser entstanden. Wie gesagt, so schaut es aus. Und so liegen jetzt hier überall verteilt mit einem Abstand, der je nach Sorte immer gleich ist, liegen jetzt hier die Kartoffeln eben den ganzen Damm entlang und fangen dann jetzt hoffentlich bald an zu keimen. Und wenn das dann soweit ist, dann schauen wir uns das aber auf jeden Fall auch nochmal an. Gut.
Gut, ich buddel jetzt hier unseren Versuch wieder ein, damit auch keine Verluste entstehen. Und dann werde ich euch noch ein bisschen was zu den Sorten erzählen, die hier wachsen, wofür die da sind. Ja, eine Sache, die ist noch ganz wichtig. Diese Kartoffeln, die ich hier gerade ausgebuddelt habe, die werden noch mit einer Beize besprüht, bevor die hier in den Boden kommen. Jetzt nicht aufschrecken, oh je, was passiert denn da? Im Endeffekt ist das überhaupt nichts Schlimmes oder Dramatisches. Diese Beize, die sorgt eigentlich nur dafür, dass die Kartoffel gleich jetzt im jungen Stadium, weil da komme ich ja auch nicht mehr ran an die Kartoffel selber, dass die jetzt im jungen Stadium gleich geschützt ist vor Krankheiten wie Pilzen oder ähnlichen Sachen. Und deswegen wird die hier noch gebeizt. Dafür ist am Traktor dieser Fronttank dort vorne dran. Da gehen Schläuche nach hinten und auf ganz feine Düsen. Vielleicht können wir die auch nachher nochmal anschauen. Auf diese Düsen, dort über diese Düsen wird quasi diese Beize dort verteilt. Und mit auf die Kartoffeln noch drauf gespritzt. Gut, wie gesagt, ich buddel jetzt hier den Damm wieder ein und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, wir machen uns jetzt mal auf den Weg hier zum Saatgutanhänger, wo die Saatkartoffeln dann drauf liegen. Und dort möchte ich euch dann mal zeigen, was für Sorten denn hier angebaut werden und für was die dann am Ende gut sind. Prinzipiell können wir nämlich die Kartoffeln in zwei Gruppen einteilen, die hier angebaut werden. Und zwar sind es zum einen die Stärkekartoffeln und zum anderen sind es die Speisekartoffeln. So, ich habe mich jetzt mal kurz ins Auto verzogen, weil es ist ganz schön windig draußen und ich hoffe, man versteht mich jetzt auch hier gut genug. Ich möchte euch nämlich noch mal kurz erzählen, warum, wieso, weshalb, welche Kartoffel hier angebaut wird. Ja, und zwar, wie schon gerade gesagt, haben wir zwei verschiedene Sorten von Kartoffeln, die wir hier anbauen. Und zum einen sind es eben Stärkekartoffeln und zum anderen Speisekartoffeln. Stärkekartoffeln hier bei der Agrargenossenschaft Tirschendorf sind zum Beispiel die Kartoffel Kuba oder Kartoffelsorte Kuba und die Stärkeprofi. Diese beiden Sorten, die gehen im Endeffekt später in die Industrie, also werden verkauft und die werden für Kartoffelstärkegewinnung im Endeffekt genutzt, industriell. Dafür sind die da. Die für euch vielleicht wichtigeren Kartoffeln, die ihr eben auch kaufen könnt, hier bei der Agrargenossenschaft Tirschendorf, in der Landfleischerei zum Beispiel, das sind die Speisekartoffeln, zum Beispiel der Sorte Gala. Die, wie gesagt, gehen hier direkt in die Direktvermarktung und auch die baut natürlich die Agrargenossenschaft Tirschendorf hier selber an, nach dem Verfahren, wie wir es uns jetzt hier draußen angeschaut haben. Ich habe hier mal noch zwei Kartoffeln aus den Big Packs geholt, bevor sie hier im Boden liegen, also bevor auch das Mittel drauf gespritzt wurde, die Beize. So sehen die halt aus. Haben im besten Falle wirklich, wie gesagt, noch nicht gekeimt. Sind nicht zu groß, also wenn man die hier im Handvergleich einfach mal sich so anschaut, ne, sind nicht zu groß. So, wie gesagt, kommen die dann in den Damm rein und werden abgelegt, so wie wir es uns halt schon angeschaut haben. Wenn der Bunker jetzt hier gleich leer ist, werden wir uns auf jeden Fall nochmal die Maschine etwas genauer anschauen, dann kann ich euch nochmal ein paar Details mehr zeigen und dann schauen wir uns das einfach nochmal an. Und ja, dabei wünsche ich euch noch viel Spaß. Ansonsten sind wir hier erstmal ganz gut durch mit der Sache. Ich hoffe, dass ich euch schon ein bisschen was hier zeigen konnte, dass ihr das auch soweit verstanden habt. Und an der Stelle nochmal der Appell auch an euch. Bei Fragen etc. gerne in die Kommentare schreiben oder mich irgendwie kontaktieren. Ich versuche da auch in Zusammenarbeit mit den Fahrern, die da hier ihre Ahnung davon haben. Bei speziellen Fragen werde ich da auf jeden Fall versuchen, immer eine Antwort zu finden. Und
Genau. Gut, also dann bis gleich. Schauen wir uns dann nochmal die ganze Maschine an. Und wie gesagt, bis gleich. Also das ist hier der Fronttank, wo dieses Beizmittel drin ist. Hier haben wir dann die Schläuche, die eben nach hinten gehen. Dann schauen wir uns jetzt als erstes gleich mal hinten an der Maschine die Düsen an. Ja, also das sind hier diese Düsen, an denen das dann eben von hinten auf die Kartoffel drauf gespritzt wird und von vorne kommt genauso noch mal eine. Und wie gesagt, damit wird die noch mal ein bisschen vorbehandelt und ja, dann eben hier unten abgelegt. Ja, hier vorne an den Spitzen wird quasi dieser eine rechte Teil von dem Damm aufgetrennt und dahinter, da schauen wir jetzt mal rein. Dahinter, wo jetzt hier vorne auch diese Düsen eben sitzen, da fällt auch die Kartoffel von hier oben runter und eben in diesen frei gewordenen Spalt rein. Rechts und links haben wir dann hier nochmal diese Leitbleche und ganz wichtig, hinten dran ist eben noch dieser eigentliche Dammformer, mit dem dann ja, die schön geformten Dämme hier entstehen und da wird die Kartoffel dann eben ordentlich mit Erde bedeckt, damit sie schön wachsen kann. Hier kann man nochmal diese kleinen Schalen sehen, auf denen die Kartoffeln dann drauf liegen und quasi unten reinfallen. Über die jeweilige Fahrgeschwindigkeit wird es von diesem großen Rad hier, wird quasi die Drehzahl abgenommen und je nachdem wie schnell man eben fährt, dreht sich dann in der Mitte dieser Elevator mit diesen kleinen Schalen drauf. Gut, also in dem Sinne sind wir dann hier fertig. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zusehen. Ich werde jetzt zusehen, dass ich heimkomme, denn es ist ganz schön kalt hier draußen. Vielen Dank an den Fahrer, Patrick. Klappt wie immer super. In dem Sinne dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo und Like da. Ciao, ciao.